guten Abend. Herzlich willkommen zu einer neuen Show der Science Busters von der Uni Graz. Heute kanalisieren wir unser Wissen in Klo-Muscheltaucher mit Spaghetti-Ausrüstung. Eine beliebte Überprüfung des Wissensstands in der Steiermark geht so. Weißt was? Geschissen hat der Haus. Willst du es weiter wissen? Der Haus hat weiter geschissen. Gut zu wissen einerseits, andererseits, erstens wollen wir das überhaupt wissen, zweitens wissen wir eigentlich genau, was wir wissen und drittens, was passiert, wenn der Hase weitermacht. Mein Name ist Martin Puntigam, heute in Spaghetti-Ausrüstung vor dem wissenschaftlichen Tauchgang. An meiner Seite zwei Fachkräfte, aber nicht im Nudeldrucken, sondern Sie wissen, wie man Forschung al dente serviert. Begrüßen Sie bitte aus Wien-Leopoldstadt den Molekularbiologen Dr. Martin Moder und aus Wien-Favoriten Günther Pahl, besser bekannt als Gunke. Herr Pahl, normalerweise sind Sie bekannt dafür, dass Sie Menschen meiden, wo Sie können, Umgang nur dann pflegen, wenn Sie müssen. Lockdown heißt für Sie Traumurlaub. Ja. Aber heute Abend haben Sie gesagt, Sie suchen offensiv Kontakt. Warum? Schon einmal beruflich und... Ja, nein, beruflich. Wer wird's das? So, und wenn man aber schon mal unter Menschen ist, kann man sich gleich mal anschauen, wie Menschen so sind, was ja ganz interessant ist. Also für Sie schön und gut, aber bitte aus der Ferne. Ja, für mich privat, also schon, also für mich ist ja Briefschach ein Kontaktspur dort. Wirklich, also ja, das Schönste, was zwischen Menschen entstehen kann, ist Abstand. Finde ich. Aber heute haben Sie trotzdem was mit Menschen vor? Ja, nämlich wir suchen zwei Freiwillige. Und die Qualifikation ist, dass sie einfach, sie müssen überhaupt nichts kennen und außer den herkömmlichen Alltag bewältigen. Wenn sie in der Lage sind, sich die Schuhe zu binden, ohne die Finger rein zu verknoten, oder wenn sie es hergeschafft haben, ohne vor jeder Tür festzusintern, weil sie sich denken, sind sie schon qualifiziert. Gibt es noch einen zusätzlichen Anreiz? Gibt es was zu gewinnen? Ja, tatsächlich, es gibt Preise und zwar verrät man das noch nicht. Aber es ist schön. Es ist richtig geschmackvoll. Kann man sagen. Wenn das kein Anreiz ist, also wer jetzt, es wollen schon mehrere Menschen direkt mit Ihnen Kontakt, wenn Sie bitte küren, zwei Personen, die noch vorkommen können. So, die beiden Herren haben als erstes so wild aufgezeigt, also ich würde diese beiden Herren nehmen. Also vielleicht nehmen wir doch eine Frau und dann Mann. Also ein Herr, also gut, ja, damit das gendergerecht. Ja. Bitte, ja. Dann nehmen wir den Mann mit den zutreffenden Haaren. Hallo. Bitte einfach zu mir kommen. Ich glaube, viel schöner kann man eigentlich nicht zu einer Science Busters Vorstellung kommen. Ich darf von mir einen Namen bitten. Marion. Marion. David. Und David, Sie kommen aus? Graz. Auch aus Graz. Aus Graz, das ist schon einmal ein Memory. Was machen Sie beruflich? Ich studiere Soziologie. Und Sie? Ich studiere hier an der Uni Lehramt. Und dann noch die große Frage, weil das die einzige Voraussetzung ist, die Sie erfüllen müssen, haben Sie die Schuhe selber zugebunden? Ja. Also meine haben einen Reißverschluss auf der Seite, aber vor ein paar Monaten habe ich es mal gebunden, ja. Das heißt, der Stundenwiederholung würde nicht schaden, aber grundsätzlich haben Sie es einmal können. Herr Pahl, die Show heißt Klo-Muscheltaucher mit Spaghetti-Ausrüstung, eine beliebte Schmähung des späten 20. Jahrhunderts. Was kommt auf die beiden zu? Ja, es geht um einen Gegenstand des täglichen Gebrauchs, also wenigstens wünsche ich Ihnen das und Ihren Nachbarn. Und nehme ich Folgendes einmal. Und die Frage ist, wie sehr
schätzen Sie ein, dass Sie wissen, wie das funktioniert. Auf einer Skala von 1 bis 7. 1 ist und 7 ist, war das nicht schon gab, hätte es erfunden. Wenn ich Sie bitten darf, da kurz dazu Platz zu nehmen, neben mir aufzureihen. Wie glauben Sie, dass Sie wissen, dass die Klospülung funktioniert? 1 bis 7. 5. 2. Mhm. Gut. Wir erledigen alles am Pissoir. Wunderbar. Jetzt geht es darum, da haben wir zwei Zeichenvorrichtungen eingerichtet. Und wir ersuchen Sie, eine Skizze anzufertigen, die die Funktionsweise einer Klospülung genau beschreibt. Bitte. Und halt noch, wie schätzen Sie Ihr Wissen darum jetzt ein? 5? 1,5 mittlerweile. Dann bitte Platz nehmen. Die Skizze muss aber so sein, dass wenn danach die Spülung konstruiert würde, dann müsste das große Geschäft auch im Kanal verschwinden. Ja, und zwar wiederholbar. Das ist eigentlich die Aufgabe. Sie müssen die Klospülung erst nicht frisch erfinden, weil das hat ja schon wer gemacht. Sie müssen nur in einer schematischen Skizze darlegen, wie sowas genau funktioniert. Aber es ist bitte freies Zeichnen. Also Sie können die Fläche verwenden, wie Sie wollen. Ja, allerdings, ja, wenn es ums Klo geht, vielleicht, dass Sie keine Genitalien oder sonst irgendwas, was gerne mal da mit hineinzeichnen, das, weil Sie werden auf der großen Leinwand. Dann lassen Sie sich nicht verunsichern. Von mir aus können uns gern Busen, Phallus, unrasierter Sack, alles, was man so kennt. Wenn Sie Hilfe brauchen, sagen Sie einfach, ich war in einer Bubenschule, in sowas habe ich maturiert. Auf einer Skala von 1 bis 7, was glauben Sie in den nächsten 5 Minuten, wie dringend brauche ich Sie da? Ich hoffe nicht ganz zahlig, also tief im Nachkommabereich. Hoffnung erfüllt. Bis später. Danke vielmals einstweilen. Herr Moder, das ist jetzt natürlich ein bisschen gemein. Also er möchte gern auf Lehramt studieren und Lehrer werden. Da ist er natürlich unter dem modernen Overhead-Projekt gut aufgehoben. Aber ansonsten ist es natürlich ein bisschen hinterfotzig. Also 2 kommen raus und ziehen den Kürzeren bei der Stundenwiederholung und alle anderen freuen sich, weil sie fein heraus sind und lachen sie ins Fäustchen. Ah ja, in der Wissenschaft sind wir natürlich zur Ausgewogenheit verpflichtet und brauchen große Stichproben. Das bedeutet, alle dürfen mitmachen, alle werden jetzt abgeprüft. Aber keine Sorge, es geht um ein Objekt, das Sie alle sehr gut kennen, und zwar ein Fahrrad. Wir werden jetzt Folgendes machen. Ich werde Ihnen einen Bestandteil eines Fahrrads zeigen. Das könnte zum Beispiel sein, die Position der Pedale. Es wird aber 4 Auswahlmöglichkeiten geben und nur eine davon ist so konstruiert, wie das beim Fahrrad tatsächlich aussieht. Und diese 4 Auswahlmöglichkeiten, die sind mit Farben kodiert und, es ist Ihnen vielleicht schon aufgefallen, Sie haben Farben am Platz, Sie haben da Zettel, das sind genau diese 4 Farben, um die es gehen wird. Das ist quasi Ihre Abstimmungskarte. Und das Ganze wird so ablaufen. Ich werde Ihnen dann diese 4 Auswahlmöglichkeiten zeigen. Dann starten wir einen Countdown, der zählt von 5 hinunter. Ich möchte Sie bitten, während der Countdown läuft, dass Sie noch nicht mit den Zetteln herumrascheln, sondern dass Sie nachdenken, überlegen. Und erst wenn der Countdown dann bei 0 ist, dann greifen Sie zur Farbe und halten sie hoch. Und wenn das falsch sein sollte, dann kann man auch immer sagen, rot-grün, Sehschwäche. Man muss sich da gar keine Gedanken machen. Ich weiß, es ist vielleicht, wenn der andere daneben sitzt, es ist manchmal unangenehm, wenn man sich ein bisschen unsicher ist. Überhaupt kein Thema, halten Sie den Zettel einfach direkt vors Gesicht. Dann sehe ich gar nicht, wer wie abstimmt. Und dürfen nur die Leute im Saal mitmachen oder die Leute zu Hause können natürlich auch mitstimmen, falls Sie Buntpapier zur Hand haben. Nehmen Sie es jetzt, richten Sie sich's her und raten Sie mit. Worum wird es denn genau gehen in Ihrer ersten Frage? Es wird gehen um den Fahrradrahmen. Wir haben 4 verschiedene Fahrradrahmen zur Auswahl und wir starten den Countdown. Am Ende des Countdowns bitte die richtige Farbe heben. Hm?
Da ist es relativ homogen rot, da gelb relativ viele. Wunderbar, ja, das ist sehr schön bunt. Was wäre die richtige Antwort? Die richtige Antwort ist tatsächlich rot. Sie haben überwiegend. Die Leute zu Hause dürfen, glaube ich, jetzt die Hände runtergehen, weil sonst ist es vielleicht blöd, dann sitzen die zu Hause, haben nur ein braunes Buntpapier gehabt und halten noch immer die Hand hoch. Sie haben außergewöhnlich gut abgeschnitten. Sie sind ja auch eine sehr spezielle Stichprobe als das Science-Busters-Publikum. Wir haben uns das nicht selber ausgedacht. Das ist tatsächlich aus einer Forschungsarbeit entnommen, wo man Leute eben zum Beispiel diese Auswahl hat treffen lassen, aber auch die Position der Pedale, der Verlauf der Fahrradkette. Und das war eine rein zufällige Stichprobe. Und da muss man sagen, das war schon wirklich zum Teil sehr interessant, was da an spannenden Konstruktionen herausgekommen ist. Es war wirklich zum Teil so fabelhaft, dass sich dann Künstlerinnen und Künstler wirklich die Mühe gemacht haben, einmal zu designen, wie das tatsächlich aussehen würde, wenn man Fahrräder tatsächlich so bauen würde, wie Leute aus dem Gedächtnis Fahrräder zeichnen. Mit den Skizzen sind Sie jetzt schon zufrieden? Haben Sie da einen Überblick? Da werden wir eine achtbändige Fußnote brauchen, dass man irgendwie. Ja, aber schaut, also was studieren Sie? Lehramt. Lehramt. Okay, aus Lehramt wird's nicht. Aber es ist ja noch nicht die Zeit vorbei. No? Jo, das schaut schon mal. Ich bin auf die Erläuterung neugierig. Schaut gut aus. Danke. Und ein paar Minuten sind ja noch. Und für Sie, Herr Moder, wäre Klobuschel wahrscheinlich eine ganz leichte Übung als Molekularbiologe. Damit beschäftigen Sie sich seit Kindesbeinen an. Haben Sie schon sehr früh begonnen zu Hause. Ja, aber da ging es ja auch nicht um Hydraulik, sondern eben um Keime, was Keime betrifft. Weil natürlich schon immer hyperkompetent. Aber tatsächlich gibt es einiges an Forschung. Das zeigt, dass wir Menschen nicht wahnsinnig gut darin sind, uns selbst einzuschätzen. Insbesondere tendieren wir dazu, unsere eigene Kompetenz massiv zu überschätzen. Gut, links und rechts ist einleuchtend, aber in der Mitte, als Stellvertreter Gottes, wie kann man sich da überschätzen? Da ist man auf der Erde Erster und im Himmel Zweiter. Ja, aber in Wirklichkeit sind es vor allem junge Männer, die dazu neigen, ihre Kompetenz zu überschätzen und sich für besonders toll zu halten. Und was glaubt man, warum ist das so? Weil es wäre ja eigentlich besser, sich nicht zu überschätzen, sondern richtig einzuschätzen, damit man nicht so oft in blöde Situationen kommt. Also lange Zeit hat man vermutet, dass wir Menschen uns deshalb überschätzen, weil wir uns dann irgendwie besser fühlen. Aber prinzipiell, jetzt aus Sicht der Evolution ist es völlig wurscht, ob wir uns für wahnsinnig toll halten oder eher nur so mittel. Das, worauf es ankommt, ist, dass wir uns erfolgreich reproduzieren. Das heißt, ja? Da kann uns Selbsttäuschung tatsächlich helfen, weil es uns auch besser darin macht, andere zu täuschen. Also sagt man, ich bin gar nicht so schier, wie ich ausschaue, gehen wir zu mir oder gehen wir zu dir? Das kann man zumindest probieren, aber heute nimmt man ja eigentlich an, dass wir uns deshalb eher selber täuschen, weil es eben hilft, gewisse Signale zu verstecken. Weil wenn ich nicht wahnsinnig kompetent bin und ich möchte aber jemanden anderen davon überzeugen, dass ich kompetent bin, dann muss ich lügen. Und im Lügen sind wir nicht wahnsinnig gut. Da haben Sie in Heimatkunde nicht gut aufgepasst. Das ist eigentlich neben Opfersein unser zweiter USP. Okay, aber selbst wenn ich zu denen gehöre, die mit großer Leidenschaft sehr gerne lügen, dann ist es noch immer so, dass die nach einer gewissen Zeit oft auffliegen. Und der Grund ist, dass wir beim Lügen oft irgendwelche unbewussten Signale aussenden, die Unsicherheit nahelegen und so weiter. Und diese Signale zu erkennen, darin sind wir wiederum sehr, sehr gut. Aber man kann nicht immer die Wahrheit sagen. Wie kann man denn Lügen lernen, ohne dass es die anderen merken? Das ist ja das Schöne. Wenn ich selber gar nicht weiß, wie inkompetent ich bin,
und ich erzähle dem anderen, wie super bin, dann muss ich nicht lügen. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Dann glaube ich mir einfach selber irgendwas und komme auch damit durch. Das kann im Alltag tatsächlich sehr gut funktionieren. Und der Grund ist, dass wir im Alltag Erklärungen meistens nur sehr oberflächlich abgeben. Also wirklich tiefe Erklärungen, die verlangt man vielleicht von Universitätsprofessorinnen, Professoren. Aber im Alltag, da fragt kaum jemand so lange nach, dass wir überhaupt an die Grenze unseres Wissens stoßen würden. Und das ist dann aber erst der Punkt, wo einem meistens bewusst wird, wie wenig man eigentlich weiß. Aber wenn das so ist, wenn jemand so lästig nachfragt, ist ja die übliche Taktik einfach aggressiv werden, laut werden und dann das Thema wechseln. Das können Sie gern probieren, aber kompetenter werden Sie dadurch auch nicht. Danke einstweilen, Herr Moder. Herr Ball, jetzt sind die 5 Minuten mehr als abgelaufen. Ich glaube, das müssten wir überprüfen. Ja, diese Skizzen sind... ich denke, das wird man ein bisschen erörtern müssen. Möchten Sie uns erklären, was Sie da gezeichnet haben? Ja, also ich habe hier oben ist der Schalter, auf den man draufdrückt. Wenn man da draufdrückt, wird hier dieser rote Stift nach unten drückt, der auf einer Wippe sitzt. Mhm. Das hebt das andere Ende an, wo dadurch hier dann der Stopfen, der den Ausfluss versiegelt, nach oben gehoben wird und das Wasser durchlässt. Ja. Und damit es dann wieder nach oben geht, habe ich hier einen Schwimmer hinzeichnet, der das dann wieder nach oben zieht, weil er oben auf dem Wasser schwimmt. Aha. Mhm. Na gut. Und wie das Wasser reinkommt, ist... Ich meine, es regnet wahrscheinlich oben. Ja. Na gut. Das habe ich übersehen. Interessant. So. Und das heißt, einmal kacken geht, aber dann eine neue Wohnung suchen. Ja. Die Immobilienbranche freut sich. Zum Teil, weil man muss die Wohnung ja weiter vermieten und da wird kaum bereit sein. Schätze ich. Möchten Sie Ihre Skizze erläutern? Mhm. Bitte. Also ich habe da ein Ventil gezeichnet, wo dann das Wasser reinfließt. Das ist der Schwimmer. Und das ist die Hebeglocke. Wenn man jetzt zum Beispiel den Schalter betätigt, dann hebt sich die Hebeglocke auf. Ja. Und so fließt dann das Wasser durch ins WC rein. Mhm. Das ist doch einigermaßen gut. Wir werden das jetzt für Sie einmal für alle, wenn Sie nach vorkommen und sich das anschauen, weil das haben wir extra gebaut. Herr Ball, Sie sind ja jetzt derjenige, der was erklärt, aber trotzdem darf ich noch was Technisches erklären. Sie sind mikrofoniert, Sie brauchen nicht extra reinsprechen. Ja. Naja, bitte einfach doppelt auf die Seite rüberkommen. So. Also. Wir haben hier einen Spülkasten mit Wasser gefüllt. Der Schmäh ist, wenn man drauf drückt, gibt es hier eben diese Hebelvorrichtung. An diesem Hebel wird dann der Stopfen, dieses Rohr, gehoben und das Wasser rinnt ab. Soweit ist ja Ihre Skizze noch, also könnte man bauen. Und ja, dann hat, wie gesagt, nun ist das, was Sie gezeichnet haben, dieses Ventil. Das Ventil ist ja weiß da drin, also nicht da draußen. Hier ist ein normaler Zufluss und Wasser rinnt nach. Und das ist mir jetzt der Schmäh, worum es geht, damit es wiederholbar ist, dass das Wasser wieder nachkommt. Aber nur so wiederholbar, dass man das nachher den gleichen Zustand hat wie vorher. Damit das Wasser nicht übergeht, gibt es eben den von Ihnen erwähnten Schwimmer, der dann an diesem Ventil, was da drin ist, angehängt ist. Dieser Schwimmer wird dann, weil er so heiß ist, wenn er woanders heiß hat, mache ich das nicht, schwimmt er am Wasser auf, wird nach oben gedrückt, schließt dieses Ventil und dann ist zu. Das ist die Klospülung, wie sie funktioniert. Vielen Dank für die Erklärung. Das war eigentlich tadellos. Wenn ich Sie jetzt noch fragen darf, im Angesicht dessen, was Herr Ball erklärt hat, wie würden Sie jetzt Ihr Wissen um die Klospülung beurteilen in Zahlen? Sie waren bei 5, das war fast ein bisschen tief gestapelt. 7. 6. Sie müssen nicht auch einmal zeichnen. Liegt aber an mir, nicht an ihm. Das ist ja gut, wenn wir für Wissen gesorgt haben, Herr Paul. Ja, wunderbar. Wissen ist ja grundsätzlich eine feine Sache und zu wissen fühlt sich auch gut an. Nur muss man gerade beim Wissen darauf achten, dass das Gefühl nicht in den Vordergrund rückt. Das heißt, wenn man nur aufs Gefühl achtet und schaut, dass man ein gutes Gefühl hat und dann irgendwie nicht darauf schaut, wo das herkommt, macht man, Wind ohne Luft. Das heißt, man muss darauf achten, dass das Gefühl in seinem Wirkungskreis bleibt. Und dass das stumpfe Ende beim Ursache-Wirkungsfeld dort bleibt, wo es hingehört, nämlich
Zuerst Wissen und dann Juhu. Dann weiß man, was man weiß, und das fühlt sich dann auch wirklich gut an. Dafür muss man das gesamte Arrangement aber aus dem Gefühlssee herausheben und ins Trockendock der Kognition verfrachten. Und dann sieht es ausschauen, wie es wirklich ist. Und dann weiß man es. Und wenn man es wirklich weiß, fühlt sich viel besser an, als wenn man nur was fühlen will. Können Sie mir glauben? Lob seid ihr Christus. Danke vielmals, Herr Bahr. Sie sind fast schon entlassen. Sie sind tatsächlich entlassen. Danke vielmals fürs Mitspielen. Aber es war ein Gewinn versprochen, Herr Bahr, oder ist der Gewinn nur der... Wir haben versucht, das aus Meißner-Porzellan zu bekommen, aber es ist leider nicht möglich. Wir haben das aus dem Internet befreit. Zwei wunderschöne Keramiken aus dem beginnenden 22. Jahrhundert. Und das haben Sie jetzt gewonnen. Das können Sie voll stolz mit heimnehmen und Ihren Gästen zeigen. Und mir ist aber, glaube ich, Sie werden aber auch erklären, warum Sie das daheim haben. Aber Sie haben jetzt einen guten Grund. Danke vielmals fürs Zeigen, fürs Mitspielen. Dankeschön. Stuhlgang wird nie wieder dasselbe sein für die beiden. Herr Moder, ist das aus wissenschaftlicher Sicht das, was zu erwarten war, oder war das jetzt ein ganz ungewöhnlicher Ausgang dieser Überprüfung? Das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was zu erwarten war. Das ist tatsächlich ein extremer Positivausreißer, weil es gibt da ein sehr gut untersuchtes Phänomen. Und das nennt man die Illusion der Erklärtiefe. Und das besagt, dass wir oft denken, Dinge wahnsinnig gut zu verstehen, aber in Wirklichkeit verstehen wir vor allem wahnsinnig gut, wie man diese Dinge benutzt. Was aber eine Illusion ist, die zusammenbricht, sobald ausreichend nachgefragt wird, dann wird einem oft bewusst, dass man eigentlich gar nicht so viel von einem Thema versteht. Na, Sie waren noch nie auf Twitter. Das ist ja tatsächlich eine der ganz großen Stärken der Menschheit. Der, die Einzelne ist eigentlich wahnsinnig inkompetent in über 99% aller komplizierten Bereiche. Ja, also kein einzelner Mensch versteht wirklich, wie ein Auto funktioniert. Aber das macht nichts, weil es gibt ja nicht nur den Einzelnen, es gibt ja unfassbar viele von uns. Und jeder und jede hat so das eigene kleine Expertisengebiet, zum Beispiel Molekularbiologie oder Mode. Und das bedeutet, dass wenn sich ausreichend viele von uns zusammenschließen und vielleicht auch noch das gleiche Ziel vor Augen haben, dass wir dann auch wirklich unfassbar komplizierte Dinge als Gemeinschaft wahnsinnig gut verstehen können. Und das ist, glaube ich, die frohe Botschaft der heutigen Show. Es reicht, wenn nur wenige wissen, wie die Klospülung tatsächlich funktioniert. Für alle anderen genügt es, wenn sie wissen, wie man scheißen geht. Danke vielmals. Das war's für diesmal. Wenn Sie mehr wissen wollen, dann hören Sie einfach bei uns im Podcast vorbei oder in unserem neuen Buch. Kommende Woche untersuche ich mit Ursula Hollenstein und Martin Moder, wie ausländerfeindlich eigentlich Säuglinge sind. Versäumen Sie nicht gleich jetzt den naturwissenschaftlichen Witz der Woche. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wer nichts weiß, muss alles glauben. Den Spülkasten neu befüllt und lässt für uns jetzt einen naturwissenschaftlichen Witz herunter. Fluoride sind chemische Verbindungen mit deutschem Vorzimmer. Ich glaube, da ist besser, es geht jetzt eine Zeit lang nach Ihnen niemand rein.